Das war heute eine späte Rache dafür, dass ich mich, obwohl ich meinte, alle Neubaugebiete der DDR zu kennen, mit Leipzig-Grünau eigentlich nie richtig beschäftigt habe. Ich hatte vorhin zwischendurch auf dem Weg hierher das Gefühl, mich verirrt zu haben. Daran bin ich nicht, aber nicht ganz alleine schuld, sondern das hat was mit Grünau spezifisch zu tun, weil ich habe, was ich oft mache, wenn ich eine Reise vor mir habe, in ein unbekanntes Gelände, gehe ich zu Google Street View, soweit es dort der Ort erfasst ist, um den es geht. Und das geht auch für Grünau. Aber die Struktur, die Straßen und Freiflächen und Wohnabstandsflächen und die Durchgänge und die Fußwegebeziehungen und alles das, da ist auch Google Street View total überfordert. Und es reicht, dass ein zentraler Ort, sozusagen hier das Zentrum der Bürgerschaft, an einer Fußgängerzone liegt, die tatsächlich für den Verkehr gesperrt ist. Und dann kommt es bei Google Street View nicht vor. Ich bin also tatsächlich heute ein bisschen ins Blinde hineingelaufen. Und frage mich dann gemeinsam mit Ihnen hinterher, wenn es zu einer Diskussion kommen sollte, ob das gut oder ob das schlecht war. Okay. Da Sie hier sitzen, nehme ich an, dass Sie nicht unbedingt zu den Verächtern von Großsiedlungen zählen, sonst wären Sie ja wahrscheinlich nicht hier. Die zähnefletschenden Gegner kennt man ein paar. Schreiben sehr fleißig, an die sich teilweise mein Text ein bisschen richtet. Sie müssen das jetzt aushalten, dass ich Sie sozusagen mit ein bisschen agitiere, obwohl es bei Ihnen vielleicht gar nicht mehr nötig ist. Trotzdem, vielleicht finden Sie das ein oder andere neue Argument, wenn Sie sich in eine solche Diskussion einmal begeben. Im Deutschen Architektenblatt, das monatlich erscheinende Zentralorgan der eingetragenen deutschen Architektenschaft und Planerschaft, stand im April diesen Jahres ein Artikel unter dem Titel Mal wieder Masse. Wenn man die Nachrichten, die uns dauernd jetzt täglich so begleiten, im Ohr nachklingen lässt, kann man sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich habe ein Zitat daraus abgeschrieben und gestern noch schnell hier mit reingebastelt. Das kam in meinem Vortrag so gar nicht vor, aber es schildert oder skizziert in etwa die Lage, aus der heraus mein Text entstanden ist. Ich zitiere also den Autor Frank Meyer-Solk, ist ein westdeutscher Architekturkritiker, unter dem Titel Mal wieder Masse. Bieten denn die Großformate von einst Ansätze für Lösungen auch für die aktuelle Situation, wo dringender Handlungsbedarf besteht? Oder sind Wohnkonzepte der großen Zahl grundsätzlich zum Scheitern verurteilt? Das ist nicht nur wegen des Neubaubedarfs eine wichtige Frage. Insgesamt zählt man in Deutschland rund 240 Großsiedlungen mit mehr als 1,5 Millionen Wohnungen. In Städten wie Rostock zum Beispiel wohnen bis zu 60% der Bürger in diesem Typus, also in dieser Art Wohnlandschaft. Damit ist Ostdeutschland sozusagen ein kleines bisschen apostrophiert mit Rostock und so, zeigt man so die Richtung schon an. Wenn man noch weiter östlich geht, wird man noch ganz andere Zahlen kriegen. Also wir werden heute, ich habe gebeten worden, möglichst auch ein bisschen internationales Bildmaterial mitzubringen. Ich habe ein paar Sachen aus Osteuropa mit, da gibt es dann Zahlen, da geht es bis 80-90% Wohnen in Großsiedlungsstrukturen. Offensichtlich, wie gesagt, die Großsiedlungen, die Strukturen sind ein Problem, mit dem man sich schon seit geraumer Zeit auseinandersetzt. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Ich habe Ihnen an den Anfang, um das ein bisschen aufzulockern, auch ein bisschen ironisiert. Das ist jetzt keine Fotomontage, das ist tatsächlich ein Original, was ich abfotografiert habe. Es zeigt in seiner ganzen Naivität eigentlich das Bedürfnis, was sich hier artikuliert. Wir mögen die Kisten eigentlich nicht, aber da wir sie nicht mal das Geld für eine Fensterfasche haben oder irgendetwas, für die Farbe hat es gerade noch gereicht. Ja, das ist sozusagen, ich verspreche Ihnen, es gibt kein einziges Bild aus Grünau in meinem Vortrag, weil ich, wie gesagt, zu selten hier war, um hier fotografiert zu haben. Dafür jede Menge. Ich habe mich sehr stark in Hellersdorf bedient, weil Hellersdorf ist erstens von mir aus relativ leicht zu erreichen und zum anderen ist da vor einiger Zeit ein ziemlich radikaler Versuch ebenfalls mit Farbe gemacht worden. Also das ist sozusagen die
klassische Bebauungsstruktur dort läuft nicht so richtig gut oder ist nicht so richtig gut gelaufen bis vor kurzem. Deswegen war da halt noch dieses Schild dran und da, da war ein bisschen mehr Geld da als in dem ersten Bild. Dann hat man sich eine richtige Künstlergruppe kommen lassen und die haben aus der Hellersdorfer Platte eine Europastadt gemacht. Europastadt hieß das Kunstprojekt und sah dann so aus. Soll ich nochmal zurückgehen? Ja, also das ist derselbe Typ. Ich kann das selber nochmal machen. So sah das vorher aus und das ist dann draus geworden. Und man ist auch richtig in die Details gegangen. Also da hat das Auge ganz schön zu tun. Ich zeige das deshalb, weil erstens zu zeigen, wie groß dieser Druck ist, den man da sozusagen in die Veränderung hineinpresst. Aber das hat man danach nie wieder gemacht, unter anderem, weil es auch zu teuer war. Das ist dann ungefähr, diese Kunstaktion war ungefähr so teuer wie ein Umbau des Hauses. Und daraufhin hat man es dann sein lassen. Aber ich finde, das ist nach wie vor in seiner Radikalität ein zeigenswertes Beispiel. So, und jetzt, wie gesagt, damit es nicht immer nur bei deutschen Beispielen bleibt, also eine sehr klassische Ansicht, worum es geht, also Stadtrandsiedlungen, Großsiedlungen. Hier, das ist Košice in der Slowakei, eine Stadt, die mit einer sehr schönen Tallage dort wunderbar eingebettet ist und von allen Seiten ringsherum umgeben ist, sozusagen wie die ganzen, diese tellerförmige Form ist komplett zugebaut mit diesen Neubaugebieten, die alle übrigens anders als in Ostdeutschland nicht leer stehen und die teilweise relativ gut saniert worden sind, weil Košice ist eine Industriestadt, der es gut geht, die wenig Arbeitslose hat, die interessanterweise sehr stark auf Genossenschaften bei der Umwandlung dieser Strukturen gesetzt hat und mit diesen Genossenschaften dann also auch diese Sanierung bewerkstelligt hat. Dadurch entsteht dann auch eine gewisse Farbigkeit, das gibt das Bild nicht so richtig wieder, aber sie stehen in dieser Altstadt hier unten, sieht man hier im Vordergrund und guckt in alle Richtungen sozusagen auf die Struktur der Wohnbebauung des späten 20. Jahrhunderts. So, jetzt treten wir mal meinen Text hier ein. Großsiedlungen, Neustädte aus dem konzeptionellen und formalen Repertoire der Moderne waren einmal per se das Versprechen einer leuchtenden Zukunft. Heute sind sie in den meisten Ländern Europas, und zwar ganz Europas, nicht mehr sonderlich beliebt. Von maßgeblichen Meinungsmachern und Planern, aber verheerenderweise auch in allen wichtigen Medien, werden sie nach wie vor ohne Unterlass denunziert. Ein Dasein in Großsiedlungen gilt als trist, als böses Schicksal der sozial schlechter Gestellten. Und in den ehemals sozialistischen Ländern hat man sich nach dem Systemwechsel beeilt, auch in dieser Frage sich möglichst schnell dem westlichen Kulturschema anzuschließen. Großsiedlungsbashing ist in. Aber so leicht geht das nicht. Es sind zu viele Wohnungen in dieser angeblich monotonen, anonymen und seelenlosen Bauweise entstanden, als dass man sich ihrer einfach entledigen könnte. Auch wenn man diese Typologien von Behausung nicht schätzt, verzichten kann man nicht auf sie. Es ist die schiere Masse, die dieser merkwürdigen Wohnform bis auf Weiteres zur Beständigkeit verhilft. Eher notgedrungen lautet die am häufigsten gestellte Frage deshalb auch, was können Großsiedlungen heute oder später für die Stadt bedeuten? Für wen sind sie wichtig? Heute? In der Zukunft? Wie kann man sie fit machen für eine, wie auch immer, aussehende Zukunft? Meines Erachtens ist schon die Frage falsch formuliert, denn sie unterstellt, dass es sich bei Großsiedlungen um eine besonders problematische oder auf bestimmte Bewohnergruppen speziell zugeschnittene Art von Stadt handelt. Wer mit einer solchen Sicht auf das Phänomen Großsiedlung zugeht, wird garantiert Probleme erwarten dürfen. Er redet sie ja geradezu herbei. Ich will dagegen auf einer gegensätzlichen Position beharren. Großsiedlungen, also in einem Stück per Masterplan erbaute Wohnviertel, sind ganz normale Stadt. Es kommt nur darauf an, dass man ihnen diese Normalisierung nicht verwehrt.
Leider lässt sich diese These ausgerechnet an ostdeutschen Beispielen nur schlecht illustrieren. Denn damit aus einer Reißbrettsiedlung ein organisches Stadtgebilde werden kann, ist ein ordentlicher historischer Prozess zu absolvieren. Nicht nur Bäume und Sträucher brauchen etliche Jahre, bis sie den träumerischen Zeichnungen der Architekten endlich ähnlich sehen. Auch unter den neu eingezogenen Nachbarn muss so etwas wie soziale Substanz heranreifen, was viel mit gemeinsamen Aktivitäten, nicht zuletzt mit dem Heranwachsen einer neuen Generation zu tun hat. Für all das braucht es Zeit. Die aber hatten ostdeutsche Neubaustädte nicht wirklich. Wegen dramatischer Einwohnerverluste mussten und müssen die meisten von ihnen ihre Wohnungsbestände reduzieren. Viele, wenn nicht die meisten ostdeutschen Neustädte werden also gar nicht so alt, wie es der landläufige Prozess einer Normalisierung erfordern würde. Na mal sehen, einige schaffen es ja vielleicht doch. Außerdem, aber darauf kommen wir noch, tut sich das gesetzlich streng verregelte Deutschland mit der Ausbreitung und Stabilisierung informeller urbaner Aktivitäten enorm schwer. Bezeichnenderweise hat es die meisten Fortschritte einer funktionalen Bereicherung ostdeutscher Neubaugebiete in den gesetzlosen Räumen. Ja, wer ist jetzt gemeint? Bezeichnenderweise hat es die meisten Fortschritte funktionaler Bereicherung ostdeutscher Neubaugebiete in den gesetzlosen Räumen vor und nach der Wiedervereinigung, also in der kurzen Phase der revolutionären Anarchie, gegeben. Wohnen im Industriezeitalter. Jedes Zeitalter, jedes Jahrhundert baut seine Art von Städten. Und jede Stadt ist zugleich Stein gewordenes Abbild oder Beton gewordenes Abbild gesellschaftlicher Zustände, in denen mal einfacheren, mal komplexeren Beziehungen zwischen Wohnung, Haus, Straße, Platz und Umland verkörpern oder besser verräumlichen sich die sozialen Ideen ihrer Erbauer. Das Industriezeitalter hat zwei neue Typologien städtischen Wohnens hervorgebracht. Das zu Erwerbszwecken errichtete und von häufig wechselnden Mietern bevölkerte Mehrparteien-Stadthaus. Da sehen wir jetzt hier so einen klassischen Draufblick, die Mietskasernenstadt. Und die ursprünglich paternalistisch betriebene Werksiedlung. Beim ersten Modell der Mietskaserne als kostengünstiger Massenbehausung ging es ab dem späten 19. Jahrhundert erst einmal darum, die sozialräumlichen Auswirkungen der industriellen Revolution, also Landflucht und Verstädterung riesigen Ausmaßes, rein quantitativ zu bewältigen. Mit den entsprechenden Bildern, die wir alle kennen, ich rufe das jetzt sozusagen nur so prototypisch mal auf, die relativ, man muss schon sagen, ja, Stereotypen und wenn nicht gar monotonen Rasterfassaden der Mietskasernen, da wo es nicht gleich zu den richtigen Stadtvillen gereicht hat, war auch die Mietskaserne doch ein sehr ärmlicher Bau. Und wie es dahinter aussieht, ging meistens am besten gar niemand was an. Der Hinterhof ist kein deutsches Privileg. Was Sie hier links sehen, ist ein Blick in einen Petersburger Hinterhof. Da sind die noch viel höher als in dem berühmten, berüchtigten Berliner oder Hallenser oder weiß ich nicht, welche man, die Berliner sind, glaube ich, die berühmtesten in Deutschland, aber ja, in Petersburg sind die noch mal 3 Stockwerke höher und dementsprechend noch dunkler. Ja, so viel ist vielleicht einfach nur, um das Stichwort Mietskaserne aufzurufen. Mit dem anderen Modell, dem streng normierten Einzel- oder Reihenhaus, möglichst mit Gärtchen, nicht weit von den Toren der Fabrik, wurde nach einer qualitativen Lösung der Wohnungsfrage gesucht, also um die Gewährung stetig steigender Standards, der Hygiene, der Haustechnik und auch der Familienfreundlichkeit. Also wir reden jetzt über die Werksiedlungen, deren berühmteste Hellerau, bei uns jedenfalls so die berühmteste Hellerau ist. Ich habe einfach mal mit meinen Bildern ein bisschen gekramt. Das sind jetzt auch einfach nur so Bilder, Pass pro Toto. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, einfach nur so aufrufen.
Haben wir noch eins? Ja, es gab also, Hellerau ist sozusagen das Schmuckstück unter den Werksiedlungen. Der Standard auf dem flachen Land, zum Beispiel hier wie hier in der Lausitzer Braunkohle, da waren die Werksiedlungen ähnlich ärmlich und sind auch ähnlich vor die Hunde gegangen wie die Mietskasernen in den Arbeitervierteln der Städte. Das ist hier eines der Dörfer, die dann der Braunkohle geopfert und abgebaggert werden. Kurz vor dem Abbaggern, die Leute sind schon raus, dann sehen die Häuser. Dort wurde eben noch bis vor 5 Jahren gewohnt, in einer Werksiedlung. Beide Modelle, also die Mietskaserne und die Werksiedlung, mündeten europaweit auf nicht überall gleichen Wegen, jedoch noch massiv befördert durch die ungeheuren Neubaubedürfnisse nach 2 Weltkriegen im sozialen Wohnungsbau. Auch hier wieder das ist halt eines der bekanntesten Beispiele überhaupt, Bruno Tauerts Hufeisensiedlung. Mit dieser Initiative oder mit den verschiedenen Initiativen Bruno Tauerts ist sozusagen in Deutschland quasi der soziale Wohnungsbau in heftige Bewegung gebracht worden. Grob vereinfachend ließe sich sagen, dass sich damit auf kommunal oder genossenschaftlich gezähmte Weise wiederholte, was Jahrzehnte zuvor spekulierende Terrangesellschaften in wilder Goldgräbermanier bewerkstelligt hatten, massenhaft Wohnraum zu erstellen für die Beschäftigung einmal hier, mal da prosperierender Industrie. Das galt für jede Großsiedlung, für jedes Neubaugebiet, egal ob am Rande großer oder kleiner Altstädte errichtet. Wie hier dann zu DDR-Zeiten, die DDR hat ja mit ihrer Industriepolitik relativ viel Neustädte oder Neubaustädte im Zusammenhang mit Industrieprojekten errichtet, dass wir hier Lübbenau, die Kraftwerkssiedlung, interessanterweise in ähnlichen Strukturen, wie wir sie noch bei Taut und im sozialen Wohnungsbau der 20er Jahre finden, nun allerdings übersetzt also in die Sprache der 50er Jahre. Und es galt noch deutlicher in den wirklichen Neustädten, also wie Lübbenau kann man schon fast, Lübbenau ist eine zweigeteilte Stadt, es gibt ein altes Lübbenau, aber es gibt einen zweiten Teil und der ist eine wirkliche Neustadt, die als Elemente staatlicher Strukturpolitik in wenig oder spät industrialisierten Regionen auf die grüne Wiese gestampft wurden, fast immer unter Zeitdruck und deshalb äußerst rationell. Soweit in den letzten 150 Jahren irgendwo Städte erweitert oder gar neu errichtet wurden, ging es also mehr oder weniger unmittelbar um das Wohnen in Bezug zur Arbeitswelt. Aber selbst da, wo es nicht nur um die Arbeitswelt, sondern um das Wohnen als Stadterweiterung ging, es hat sozusagen die wichtigsten, bekanntesten Architekten des 20. Jahrhunderts beschäftigt, wie hier Walter Gropius in der nach ihm benannten Siedlung im Süden Berlins, auch er sozusagen mit Strukturen, die, wenn sie gerade wären, überall stehen könnten, auch in Grünau, in West-Berlin, standen sie dann halt in Hufeisenform. Jetzt bin ich den falschen Taste gekommen. Okay, weiter. Also, ja. Und jetzt noch wieder ein ausländisches Beispiel, das ist nördlich von Gdańsk, zwischen Danzig und Sopot gelegen, das längste Haus Polens, ein Wohnungsbau, der für die Werftarbeiter in Danzig gebaut wurde in den 70er Jahren. Also auch ganz eindeutig Massenwohnungsbau in Bezug zur Arbeitswelt. Doch wenn Städte nicht zuletzt materielle Spiegel ihrer jeweiligen Gesellschaften sind, also die Industriegesellschaft, was geschieht, wenn die Gesellschaften sich ändern? Kein Grund zur Verwunderung, auch keiner zu allzu großer Sorge. Irgendwann wurden alle traditionellen Städte mal unmodern oder wohl eher zu eng oder zu unpraktisch. Und natürlich mussten dann auch sie sich verändern und sich anpassen. Das ist ein Beispiel aus Kiew. Da ist dann, der Einzelhandel in die Neubaugebiete hineingesickert, die ursprünglich halt mit großen Strukturen ausgestattet wurden, wie man da sieht mit diesem Kaufhaus, was aussieht wie das alte Kaufhaus am Alexanderplatz in Berlin. Wahrscheinlich ist es sogar dasselbe Projekt. Dort in Kiew ist es ein Kinderkaufhaus. Und dann hat man sozusagen mit dem Aufkommen der Basarwirtschaft sozusagen einfach angefangen, eine Ladenstraße dort hineinzubauen. Da ist sozusagen der neue Bedarf, auch die neue
Handelsstruktur oder so in der Stadt sucht sich bereits nach neuen Formen. Solche funktionellen Wandlungen gehören als notwendige Etappen in jede Stadtgeschichte. Man sollte sie begrüßen, denn in ihnen steckt das Potenzial zu größerer Komplexität. Und Komplexität, manche sprechen ja sogar von Abenteuer, ist jene Qualität, die Urbanität auszeichnet, die Orte überhaupt interessant macht und Leute anzieht. Das ist auch dort in Kiew, dort auf diesem Gebiet, wo ich jetzt, das da ist, aus einem alten Dienstleistungskomplex hat ein Existenzgründer eine Sauna eröffnet, hat dazu sogar einen Architekten beschäftigt, der eben das quasi noch gestaltet hat. Das ist sozusagen das Aufblühen einer rudimentären marktwirtschaftlichen Initiative, sucht sich ihre Bilder in der Stadt, und wenn es um ein bisschen mehr Geld geht, dann ist ebenfalls zwei Straßen weiter, eben in Kiew dort, was könnte das denn sein, könnte ich jetzt mal fragen. Ich sage es dann aber auch gleich, das ist natürlich ein Spielcasino, was da entsteht. War von den Planern ursprünglich auch nicht vorgesehen. Aber wie man sieht, das Material, was dort verbaut wird, ist wahrscheinlich so sehr doppelt so teuer als das, was in den Häusern steckt. Ich weiß nicht, diese Bilder sind ein bisschen älter schon, die sind jetzt ungefähr 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht noch steht. Vielleicht ist es inzwischen gesprengt worden von der Mafia. Wir wissen es nicht, aber Stadt ist in dieser Form, in dieser Weise immer in Bewegung. Das war ja ursprünglich anders gedacht. Mit der Errichtung von Großsiedlungen ganzer Neustädte gar trifft man regelmäßig auf ein Problem, auf den Masterplan. Hinter dem steckt die Idee einer komplett von Menschen geschaffenen, also einer künstlichen Welt. Eine solche im Grunde idealistische Konstruktion kann als hilfreiches Instrument manch technische Probleme lindern. Ich liebe dieses Bild vor allem. Es ist wahrscheinlich der künstlerischste Plan, der mir jeweils leibhaftig vor die Augen gekommen ist. Das ist das letzte vor der Wende, oder ich weiß nicht, wie das in Sowjetrussland oder in der Sowjetunion hieß, als dann, also in der Gorbatschow-Zeit, also das letzte Gebiet von Petersburg, was noch, damals noch Leningrad, was gebaut wurde, da ist eine Stadtkomposition entstanden, da hat man sogar noch einen künstlichen Kanal hineingelegt, damit tatsächlich in ganz großen Gestus eine geradezu barocke Stadtinszenierung gemacht wurde, die tatsächlich funktioniert. Und wenn man bei schönem Wetter da draußen ist, kann man tatsächlich diese Neubauwelt wie ein Kunstwerk genießen. Wie gesagt, und im Normalfall kann eine solche Konstruktion als idealistisches Konstrukt auch technische Probleme lindern helfen. Aber sie ist vollkommen untauglich zur Schaffung von etwas, das als unverzichtbare Voraussetzung städtischen Lebens gilt, nämlich Atmosphäre. Planer, Architekten und Feuilletonisten sprechen in diesem Fall lieber von Urbanität. Was immer hinter diesem etwas nebelhaften Begriff auch stecken könnte, niemals wird niemals von den Reißbrettern der Planer kommen. Im Gegenteil, der urbane, der atmosphärisch reiche und lebendige Stadtraum ist in gewisser Weise der Gegensatz zu dem, was umfassende Planung voraussetzt und verspricht, nämlich umfassende Kontrolle. Das kann man hier in diesem Bild nochmal mit diesem Kanal so richtig mit dem Ausrufezeichen erkennen. Hier wird sogar, also die Landschaft sozusagen, ist voll im Griff. Früher oder später wird jeder lebendige Ort von den Plänen abweichen, von all den Renderings und den geschönten Schaubildern, die den Bildschirmen oder den Skizzenblöcken der Architekten entsprungen sind. Selbst das am höchsten getunte Computerprogramm wird uns mit seinen Simulationen nur eine irgendwie zu Ende gedachte Kulisse bieten, so wie hier. Die ist zu Ende gedacht, das ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk, aber niemals die ganze Comédie humaine eines wirklichen Straßenalltags, der in seiner Vielfalt ja bekanntlich grenzenlos ist. Das ist auch in Petersburg, das ist dann 2 U-Bahn-Stationen weiter, eine Straßenkapelle vor einem kleinen Einkaufszentrum. Noch der fantasiereichste Zeichner wird an dieser Aufgabe scheitern, denn Häuser machen allenfalls eine Siedlung. Es sind die Bürger, die eine Stadt machen. Dieser Satz von Louis Mumford sollte uns lehren, eine Stadt weniger als ein gebautes Bild, vielmehr als eine vitale Gemeinschaft zu betrachten.
Sobald unsere Aufmerksamkeit weg von den Bildern, vielmehr hin zu den Lebensprozessen gelenkt wird, kommt etwas ins Spiel, das bei der Beurteilung von Großsiedlungen allzu oft ausgeblendet wird, ihre eigene Geschichtlichkeit. Womit wir bei der eigentlichen kulturellen Herausforderung unserer Tage angelangt wären. Es geht um die historische Normalisierung der Planwelten der Moderne. Wie wachsen die anfangs so künstlich wirkenden Gebilde allmählich in das Gewebe einer Stadt mit ihren vielen Zeitschichten hinein? Sich eine Stadt ausdenken zu wollen, ist wie der Versuch, ein künstliches Lebewesen zu erfinden. So oft dieser Zweifel auch zu hören ist, als Kritik greift er zu kurz. Denn er unterstellt die starre Unabänderlichkeit des Ausgangsplans. Wie Häuser altern auch Stadtteile, das war meine Überschrift vorhin, diese Weisheit meines hochgeschätzten Kollegen Ulrich Konrads sollte uns dagegen trösten. Dass da eben nichts unabänderlich ist. Und Dieter Bankert, einer der inspirierendsten Geister der DDR-Architektur, entzieht dem Gesamtschaffen seiner Generation gleich jeden Anspruch auf Ewigkeitswert, indem er sagt oder schreibt, Schemata werden erträglich, wenn eine der darauf folgenden Generationen sie vital überformen würde. Schwach, wenn das ausbliebe, denn dann drohen Museum oder kolossale Einfalt, am Ende Abriss. Dieter Bankert lebt in Dessau seit vielen Jahren und er hat auch diese Abrisse, also seine Prophezeiung des Niedergangs aus großer Nähe und sehr wahrscheinlich auch mit großem inneren Schmerzen miterlebt. Die Feuerprobe für jedes Stadtmilieu, auch für das am Reißbrett entworfene, ist also der Alltag der Bewohner. Indem dieser sich ändert, beginnt er auf eine spannende Weise, früher oder später jedes Stadtbild zu verändern. Man braucht nur ein wenig Geduld, damit Vielfalt und anregende Komplexität entstehen. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen, da muss Zeit vergehen. Da geht es der Moderne nicht anders als allen Epochen davor. Wie lange hat es gedauert, bis aus dem Mietskasernenblock, diesem einstigen urbanistischen Schreckbild, das nostalgisch idealisierte Stadtmodell unserer Tage werden konnte? Was dabei immer vergessen wird, auch die Gründerzeitviertel, heute Inbegriff der gewachsenen Stadt, sind einst als künstliche Gebilde auf kahle Felder gesetzt worden. Das ist so ein Plan einer Gründerzeitsiedlung. Wilmersdorf. Da wurde dann die U-Bahn schon gebuddelt, da gab es das Wilmersdorf noch gar nicht oder erst am Horizont zu sehen. Wilmersdorf etwa, dieser heute als Idealbild bürgerlicher Urbanität präsentierte Berliner Stadtteil, das ist der bürgerlichste überhaupt, war zwischen 1888 und 1905 eine riesige Großbaustelle am fernen Horizont der südwestlichen Berliner Peripherie. Dort wurde innerhalb von nur 15 Jahren Wohnraum für 145.000 Menschen aus dem Märkischen Sand hochgezogen. Das sind annähernd die gleichen Daten und Umstände wie 100 Jahre später für den nun am Ostrand Berlins gelegenen Plattenbaubezirk Marzahn. Unter den Bildern, die ich dazu gefunden habe, finde ich das immer am faszinierendsten. Das Modell, was diese Ansiedlung dort hatte, ist natürlich strukturell ökonomisch anders gestrickt als unsere Plattenbaugebiete, die wir hier so kennen. Aber diese Art und Weise, wie man sozusagen auf die grüne Wiese geht und Stadt entwirft, also den Masterplan ausbreitet oder so, der ist vergleichbar. Und das finde ich faszinierend. In dem Fall zeigt dieses Bild das sehr genau. Die Stadt wollte gar nicht die Häuser bauen, sie wollte dort Investoren hinlocken, also die Baumeister, die dann also ihre Häuser dorthin gebaut haben. Und damit die dann kommen, hat man ihnen sozusagen die Infrastruktur vor die Füße gelegt. Und die war zuerst mal fertig und dann wurden Annoncen geschaltet und dann sollten bitte schön die Bauherren kommen. Wie Sie, kann man das lesen, ja? Baustellen verkäuflich, das ist das Werbeschild, was da stand.
Ja, und dann sind die halt gekommen und dann haben die Straße für Straße ein Haus nach dem anderen hintereinander weggebaut. Ich habe hier hinten so einen grünen Pfeil reingemacht, damit man mal sieht, das bricht an der Stelle plötzlich ab und dahinter ist sofort nochmal wieder die grüne Wiese. Das heißt, da war noch nicht weitergebaut worden. Das ist dann erst 10 Jahre später passiert. Und am Ende ist dann diese Struktur entstanden, so wie sie quasi aufgezeichnet war, mehr oder weniger, mit den markanten Stadtfiguren, also Platz und Rondell und Allee und was man damals sozusagen alles an merkbaren Stadtfiguren hatte, eine Kirche in der Mitte und so. Das ist dann sozusagen die Stadtbaukunst der Gründerzeit, die wir heute sozusagen als das Idealbild der gewachsenen Stadt betrachten, entstanden in zentrale Planung innerhalb von 15 Jahren. Das Pendant von heute wäre dann eben also Hellersdorf. Da sieht das alles etwas anders aus. In Hellersdorf steht in der Mitte keine Kirche, aber es gibt auch sehr prägnante Stadtfiguren. Das ist die zentrale Achse, die dort quasi nun jetzt keine Allee mehr ist, weil es ist heutzutage eine Fußgängerzone. So, außerdem war es, Hellersdorf war das letzte Wohngebiet der DDR, was in Berlin noch gebaut wurde, dementsprechend sparsam sind dann auch die Mittel, die damals noch zur Verfügung gestanden haben. Aber der Wille, dort Städtebau zu machen, ist immer noch zu erkennen. Auch die Gründerzeitviertel, Walse, waren ursprünglich Planstädte auf der grünen Wiese, künstliche Gebilde auf der Grundlage eines Masterplans. Und man denke an die Zeichnung von Heinrich Zille, für viele Zeitgenossen ihrer Entstehung und gar für die unmittelbar nachfolgenden Generationen recht bald Ausdruck von Menschenverachtung und brutaler Profitgier schlechthin. Das sind die Bilder, mit denen ich noch ins Studium gezogen bin, wenn von Gründerzeit die Rede war und wenn von Hinterhöfen die Rede war. Dann hatten wir diese Bilder vor Augen. Das hier ist übrigens auch wieder ein ausländisches, das ist ein Beispiel aus Warschau. Und zwar nicht das ehemals kaputte und wieder aufgebaute Warschau der Westseite, sondern auf der Ostseite in Prager, wo es noch tatsächlich alte Stadtstrukturen gibt, also auch Gründerzeit. Es gibt ein gründerzeitliches Warschau in Größenordnung, und das ist Prager, und dort sieht es immer noch so aus. Das Bild ist ein Jahr alt. Und zwar auch die berühmten 5 Höfe hintereinander, die man in Berlin, wo man Ansichtskarten inzwischen kaufen kann, die gibt es dort mehrfach. Fast ein Jahrhundert, also 80 Jahre genau gesehen, hat es gedauert, bis aus diesem urbanistischen Schreckbild das allein seligmachende, nostalgisch idealisierte urbane Ambiente unserer Tage werden konnte. Das ist die Ecke, wo ich inzwischen wohne, Prenzlauer Berg. Das ist das Prenzlauer Berg der letzten 10 Jahre. Da ist kein Haus mehr fleckig und dunkelgrau, sondern die sehen jetzt alle so aus. Und dann vergleiche man den ursprünglichen Zustand der Mietskasernen mit dem Standard ihrer heutigen Nutzung. Man kann diese alten Häuser heute überhaupt nur lieben, weil sie nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Und auch wir sind ja nicht mehr so wie die Leute auf den Zillezeichnungen. Hoffentlich. Also mehr Mut zur Verwandlung. Let's upgrade. Das läuft jetzt für mich eher wieder unter Ironie ein bisschen. In den letzten 2 Jahrzehnten haben gerade ostdeutsche Großsiedlungen zahllose Umbauexperimente gesehen, denen wir vor allem, ich will jetzt nicht über Gestaltung reden, vor allem einen Beweis verdanken: Beton muss kein Baustoff für die Ewigkeit sein. Das ist also hier Spremberg-Haus, dieses berühmte Vorher-Nachher, ne, so, was man alles draus machen kann, wenn man sich nur richtig Mühe gibt. Vielleicht musste man sich auch nicht die Mühe, aber vielleicht hätte man sich andere Mühe geben können, aber ja. Beton muss kein Baustoff für die Ewigkeit sein. Man sollte ruhig davon ausgehen, jetzt kommt ein Zitat, man sollte ruhig davon ausgehen, dass auch Plattenbauten irgendwann Altbauten sind, die man entsprechend behandeln darf, ja behandeln sollte. Diese Ermutigung stammt von Frank Zimmermann, jenem Cottbuser Architekten, dem es als erstem gelang, ein Punkthochhaus in Cottbus fachgerecht zu zerlegen und aus den so gewonnenen Einzelteilen 6 Stadthäuser neu zusammenzumontieren.
Das war die Zeichnung, das war die Idee dieses Architekten, der also sozusagen, da war eine Gruppe von 3 Hochhäusern und eins davon sollte abgerissen werden und er sagte an derselben Stelle nebenan mit demselben Kran, der die Platten runternimmt, wollte er sich umdrehen und dann wollte er aus diesen Platten Häuser, neue Häuser bauen. Das ist ihm tatsächlich gelungen. Hier sieht man also in mehreren Etappen, wie der Rückbau da passiert und wie nebenan stattdessen die neuen Häuser entstehen. Das waren dann die neuen Häuser. Also diese Radikalität, das sogar mit einem einzigen Kranschwenk hinzukriegen, das ist natürlich ein Idealfall, der lässt sich nicht überall wiederholen. Aber es geht einfach um den Beweis, dass man es sozusagen machen kann. So sah es dann am Ende, sahen diese neuen Häuser dann aus, die teilweise sogar noch an dem Originalstandort der Platten auf den Grundriss, auf den Fundamenten sich befanden. Längst gehört die Verlegung vormals blinder Küchen und Bäder ans Tageslicht zum Repertoire jeder halbwegs ambitionierten Modernisierung. Ob Maisonettes oder Penthäuser mit Dachterrassen, das Wohnungsangebot erweitern hängt allenfalls von zahlungskräftiger Nachfrage ab. Bautechnisch sind solche Umwandlungen inzwischen Routine. Auch fehlt es kaum mehr an Architekten, die sich mit dem Weiterbau auskennen. Lediglich fehlt vielerorts vielen Eigentümern immer noch der Mut, sich auf solch werterhaltende oder gar wertsteigernde Investitionen einzulassen. Aufzug, Concierge, Sozialstation für altengerechtes Wohnen, der Fantasie für zukunftsgerechte Nutzungskonzepte sind auch im Plattenbau keine Grenzen gesetzt. Eine der vielleicht attraktivsten, allerdings auch kostspieligsten Plattenbauverwandlungen ist in Berlin-Marzahn zu besichtigen, die Ahrensfelder Terrassen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die jetzt hier so zeigen sollte, weil Berlin hat mit diesem Projekt sozusagen sich in die Stadtumbaufinanzierung hineingeschmuggelt, obwohl es da gar nicht reingehört. Berlin hatte gar nie ein Schrumpfungs- oder Stadtumbauproblem. Aber sie wollten einfach mal vorführen, dass die es dann auch richtig machen, wenn sie es machen. Und sie haben die teuerste Stadtumbau ganz Ostdeutschlands auf die Beine gestellt, die Ahrensfelder Terrassen, die tatsächlich sehr attraktiv sind, aber natürlich auch nicht mehr wiederholbar sind, zumal jetzt gerade dort in Marzahn und in Hellersdorf ein ungeheurer neuer Nachfragedruck entsteht und es gibt bereits Leute, die abgerissenen Häuser bedauern. Man hätte sie jetzt wieder schon belegen können. Ja, das war sozusagen das Vorzeige, das Leuchtturmprojekt des ostdeutschen Stadtumbaus in Marzahn. Wie es sich für die Hauptstadt gehört, immer ein bisschen teurer. Da hat sich wenig zu früher geändert. Wenn aber die in Beton errichteten Sozialbausiedlungen sich genauso freizügig umgestalten lassen wie die kolossalen Ziegelgebirge der Gründerzeit, sollte einem neuerlichen kulturellen Wertewandel eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Wenn aus den verhassten und einst vehement bekämpften Mietskasernen nun die beliebtesten Wohntypologien unseres heutigen, sich gern bürgerlich nennenden Lifestyles werden konnten, Ausgangslage, Industriehof, ja, hier wieder nochmal ein Beispiel aus Warschau. Und wenn es dann sozusagen mit der Industrie ja nicht mehr so läuft, dann kann man daraus mit entsprechend viel Geld immer noch eine sehr attraktive Wohnlage machen. Das ist wiederum in meiner Straße im Prenzlauer Berg, ein alter Industriehof, alter Werkstatthof. Der sieht doch dann dementsprechend wohnlich aus. Das ist sozusagen der Beweis, dass man nach 80 Jahren diese Dinge völlig neu auch kulturell bewerten kann. Und ist es dann abwegig, sich eine Renaissance auch der Großsiedlungen eines Tages vorzustellen? Und wie weit ist dieser Tag dann noch von uns entfernt? Es wäre es an der Zeit, noch einmal das Konrads Zitat hervorzuholen, was ich vorhin schon mal angetippt hatte, aber diesmal in voller Länge. Denn da entpuppt es sich als ein kleines, sehr lehrreiches Traktat. Das Zitat: Wie Häuser altern auch Stadtteile. Sie werden verbraucht. Zumeist von einer Generation gebaut, werden sie der nächsten zur Heimat. Deren Kinder zeigen sich bereits unzufrieden mit ihrem Stadtquartier, ändern und ersetzen. In der vierten Generation läuft es auf Verfall,
Absinken, Entleerung und tiefgreifende Änderung der Sozialstruktur hinaus. Oder auf eine Wiederbelebung, ein Erkennen der besonderen Qualitäten des Überkommenen. Der Stadtteil spielt Phönix. Ende des Zitats. Ulrich Konrads war lange Jahre Chefredakteur, der berühmte Chefredakteur der Bauwelt. Eines meiner großen beruflichen Vorbilder. Allerdings sind nach etlichen Praxiserfahrungen den von Konrads hier beschriebenen Zyklus von Aufstieg, Verfall und Wiedergeburt, nichts anderes meint ja Phönix, Wiedergeburt, noch mindestens zwei Bedingungen hinzuzufügen. Erstens, das Beste, was derart ungeliebten, ja verachteten Baubeständen widerfahren kann, ist ein möglichst vollständiger Imageverlust. Bevor sie sich neuen Ideen und Nutzungschancen öffnen, müssen sie erst einmal wertlos werden. Dann nämlich werden überhaupt erst das Interesse, die kreative Neugier und das praktische Engagement von neuen Nutzergruppen auf die abgelederten, meist unansehnlichen Gehäuse gelenkt. Und am allerbesten ist der Wertverlust so total, dass das Geld nicht mal mehr für den Abrissbagger reicht. Zweitens. Allerdings geht da nichts, wenn es an einem speziellen Milieu, an interessierten Nutzergruppen mangelt. An Hausbesetzern, an Start-ups, Kreativen nennt man sie heute, mit dem Mut zum praktischen Lebensexperiment. Alles potenzielle Agenten der Anarchie. Und natürlich allesamt geborene Feinde jener Architekten, die felsenfest von der immerwährenden Unantastbarkeit ihrer Pläne überzeugt sind. Aber es sind diese Spinner und die wilden, manchmal auch Rabauken, die der Stadt neue Horizonte eröffnen, einfach indem sie ihren eigenen Vorstellungen und Interessen folgen. Sie bringen Fantasie und Überraschung in die ursprünglich so tristen Kulissen. Ich bin da ein bisschen bei uns in den Hinterhöfen rumgelaufen und das ist zum Stichwort Fantasie und Überraschung und Farbe. Das sind so, hat jeder wahrscheinlich, gibt es in Leipzig auch, gibt es in fast allen alten Städten so, setzen die Kreativen ihre ersten Spuren in die Viertel und wenn es ein bisschen avancierter sein darf, dann passiert doch schon mal sowas. Wenn nach allen Ordnungsvorstellungen der Planer und Lokalpolitiker nun auch noch die informellen Akteure mit ihren ganz anderen Ordnungsbegriffen beim Wohl und Werden einer Stadt zum Zuge kommen, lässt sich der Normalisierungszyklus der Planstädte formal aufschreiben oder auflisten, als da wäre. Die Stadt als künstlich gegründetes Gebilde erlebt ihre erste Strukturkrise. Das war das, was ich zu Anfang schon mal für Hellersdorf gezeigt habe. Dann stehen die Wohnungen leer und haben keine Nachfrage mehr. Strukturkrise. Und das schlägt sich dann auch ganz schnell auf die Infrastruktur durch. Dass dazu vielleicht die Berliner Luft raus ist, fand ich. Deswegen habe ich es damit reingenommen. Die Idealvorstellungen des Plans haben sich erschöpft. Ab jetzt bestimmen die wirklichen Verhältnisse, wie es weitergeht. In schwer durchschaubaren und sicher auch oft dubiosen Verhandlungen und Kontrakten werden Räume und Flächen neu angeeignet, Wegebeziehungen neu geknüpft, Orte mit neuen Bedeutungen belegt. In die monostrukturellen Wohngebiete nisten sich Gewerbe ein, Agenturen, Ateliers, Praxen und Kanzleien. Ich habe eine Zeit lang, das ist allerdings schon ein bisschen länger her, solche Einnistungsversuche immer gesammelt und deswegen kommt jetzt alles mögliche durcheinander hier. Das ist mal so aus der 90er Jahren in Dessau, dass dann plötzlich also auch in den Obergeschossen Gewerbe, natürlich erstmal illegal, weil das Gewerbeverbot in Wohnungen galt ja auch noch nach der Wende. Oder in diese berühmten, noch nicht dazu vorbereiteten Erdgeschosse in den Plattenbauten kamen so die kleinen Start-ups beziehungsweise die Existenzgründer, wie man damals noch sagte, und die üblichen kleinen Händler. Das sind alles sozusagen Einnistungsversuche. Einer, der mir persönlich am liebsten ist, weil das war sozusagen, das war in Hoyerswerda, wo sich also mitten wirklich in einem Gebiet, wo ringsherum die Häuser abgerissen wurden, sich Joey quasi niedergelassen hat und dort einmal in der Woche abends immer Westernmusik gespielt hat und sein Publikum gehalten hat, während rings um die Häuser verschwand. Das war schon ein Abenteuer für sich.
Joey. Wo früher Wäsche trocknete, werden heute Bananen, Tee oder Versicherungen verkauft. Im ehemaligen Großrestaurant stehen Fitnessgeräte. Aus dem Materialdepot der Haushandwerker wurde erst ein Copyshop, dann ein Handyladen. In den Jahren nach der Wende war eine solche Basarökonomie auch in vielen ostdeutschen Großsiedlungen eine Zeit lang zu beobachten. Sie hat hier und da sogar zu sichtbaren Weiterbaumaßnahmen an den reinen Typenwohnhäusern geführt. Sehr beeindruckend, unter anderem wiederum nochmal Hellersdorf hier. Da ist dann sozusagen, da durften die Architekten, die damals die Häuser gebaut haben, noch ein zweites Mal ran und haben quasi in einem zweiten Schub quasi nochmal eine neue Ebene hinein gebaut. Man sieht das also auch, dass das sozusagen genau 15 Jahre später entstanden ist und da durfte es ein bisschen dekonstruktivistisch schief aussehen. Etwas anderes hier am berühmten Marzahn hat mir persönlich sehr gut gefallen, diese Einkaufspassage, die sozusagen an den 21-Geschosser einfach drangeschoben wurde und tatsächlich also sich große Mühe gibt, richtige Architektur zu sein. Das ist jetzt schon keine Basarökonomie mehr, da geht es jetzt auch richtig schon in die Vorform der neuen Handelsstrukturen. Aber sie wird hineingesetzt, hineingebaut, hineingestrickt in die bestehende Siedlungsstruktur. Die Frage, wie man Großsiedlungen fit machen kann für eine wie auch immer aussehende Zukunft, lautet also ganz einfach. Schafft Vielfalt. Lasst viele Blumen blühen. Besser als jede ehrgeizige Planidee ist neugieriges Beobachten. Schaut, welche Samen vom Wind und den Vögeln in die Wiese getragen werden, bis daraus ein buntes Biotop geworden ist. Dass es bei all dem erst einmal nirgendwo um avancierte Baukunst geht, hier habe ich gerade eine Ausnahme, da ist es dann sogar welche geworden, sollte den Gewinn an Stadtqualität nicht schmälern. Das ist die Welt, die uns Robert Venturi einst empfahl, Main Street is almost all right. Ich weiß, es gibt Architekten, die gruseln sich vor diesem Satz, ich persönlich habe eigentlich relativ schnell meinen Frieden mit ihm gemacht. Main Street, das heißt, da die Architektur der kleinen Leute und die Architektur der billigen Funktionen, der 1 Euro oder halt mal sagen, der Pennyläden, erzeugt eine ganz eigene städtische Komplexität und eine Ästhetik, die man nicht unterschätzen sollte. Waren jetzt zwei Beispiele aus Hellersdorf. Wir sind noch in Deutschland, da ist das alles relativ verhalten, aber wenn man dann nach Kiew kommt, dann wird das alles noch sehr viel kräftiger, deftiger. Dort hat sich ja auch die Basarphase länger gehalten. Leider bin ich nur im Regen dort gewesen, die Bilder sind jetzt ein bisschen, das ist also eine Straße, die Randstraße zu einem riesengroßen Neubaugebiet und das ist dann sozusagen am Straßenrand entwickelt sich sozusagen die nicht vorher planerisch, nicht vorhergesehene Bereicherung der Fußgängerzone. Das. Das alles findet auf einer Länge von ungefähr 400 Meter, 500 Meter statt. Und da geht man dann auch manchmal ganz gern lang. Ja, also die Welt, die uns Robert Venturi einst empfahl, Main Street is almost all right. Fazit. Die Normalisierung der Planwelten der Moderne, des industriellen Häuser wie auch des funktionalistischen Städtebaus ist die nächste uns ins Haus stehende kulturelle Herausforderung, und zwar von Le Havre bis Vladivostok. Wer meint, sich des ungeliebten Phänomens durch einfaches Wegspringen entledigen zu können, hat die tatsächlichen, schlicht materiellen Ausmaße an gebauter Moderne vermutlich verdrängt. Damit geht jedoch der Blick für die globale Dimension des Problems verloren. Die globale Dimension ist die ökologische. Und da hat nun nochmal, wie gesagt, die ostdeutsche Erfahrung eine ganze Menge beigetragen dazu, den Blick dafür zu öffnen. Und wir sind, glaube ich, mit unseren Erfahrungen, damit auch international ziemlich weit vorne, wie wir sozusagen den Umgang mit der Substanz dieser Häuser, wir haben relativ viel davon abgerissen, das ist wahr, aber wir sind auch in der Lage, durchaus damit
anders umzugehen, wie hier dieses berühmte Beispiel von Leinefelde, das Zerlegen einer Wohnscheibe in 6 Einzel- oder in 5 Einzel-, ich glaube 6 Einzelhäuser, 7 sogar, 8. Ja, die berühmte Stadtmauer von Leinefelde, für mich immer so ein, wieder ein sehr kräftiges Bild, wo man sozusagen sich über die Sinnhaftigkeit streiten kann, dass es so teuer sein darf, aber der Werbeeffekt des sorgfältigen Umgangs mit diesen Häusern ist in dem Fall sehr wichtig und deswegen zeige ich das auch immer wieder, dass es diesen Weg gibt, man kann ihn gehen. Und für mich fast noch schöner ist dann dieses zweite Beispiel, auch in Leinefelde, ein Wohnhof weiter. Dort sollten eigentlich alle im Hof liegenden Häuser Riegel abgerissen werden und der Architekt hat von sich aus beschlossen, an einem Riegel wenigstens das Erdgeschoss übrig zu lassen und daraus dann dieses Wohngebietszentrum zu machen. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Denke, auch eine ähnliche Strategie, wie sie in Cottbus mit dem Hochhaus passiert ist. Hier ist sie sozusagen in der Horizontalen passiert. Was Mook Petzet hier gemacht hat, der Münchner Architekt, finde ich zu Recht mit allerhöchsten Preisen geehrt worden. Und ich habe sehr lange bin dort oft gewesen in Leinefelde. Und für mich ist das sozusagen der Höhepunkt des Stadtumbaus, den die ostdeutschen Erfahrungen vorweisen können. Also nochmal, die globale Dimension dieses Problems ist die ökologische, auch die Bausubstanz der Moderne, nämlich ist Ressource. Das wirft man nicht weg, das baut man um und dann nimmt man es mit in die Zukunft. Dankeschön.